So, hi Chefs, willkommen zurück zu Pokémon Saphir. Ja, ich habe ja gesagt, dass wir in diesem Part mal ein bisschen Baumhausen City, in die City, oder Euder City untersuchen. Die Stadt besteht aus Häusern, die auf Bäumen gebaut sind. Aufgrund dieser Lebensweise ist jeder hier gesund und munter. Und auch ich fühle mich, als sei ich 30 Jahre jünger geworden. Ja, das liegt alles nur an den Bäumen. Manche Pokémon entwickeln sich, wenn sie durch ein Verbindungskabel laufen. Lasst euch das einfach mal nur so auf der Zunge zergehen. Die laufen durch ein Verbindungskabel und entwickeln sich dann. Das macht die Stärke. Ein Sonderbonbon erhöht den Level eines Pokémon sofort um 1. Superschutz hält lange an und ist auch äußerst nützlich. Es ist viel besser als normaler Schutz. Oh Gott, die wirbelt hier herum. Ich horte immer mehr Items, als ich eigentlich benötige. Man weiß ja nie, was einem passieren kann. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ja, brauchen wir jetzt auch. Ich muss jetzt hier nochmal ganz kurz einkaufen. Erstmal verbraten wir allen Blödsinn, den wir nicht brauchen. Hier sind scheiß Hafenriegel. $25 gibt's dafür. Ja, schön. Die knausern ja nicht mit der Kohle hier. Die geben ja raus. Die sind ja richtig kulant. So, kaufen. Waldbrief, cool. Hyperheiler, wie wäre das denn mal? Nö, haben wir nicht. Gibt es hier nicht. Nein, haben wir nicht vorrätig. Könnt ihr hier nicht kaufen. Muss erst ganz am Ende sein. Dann kannst du machen. Das ist, also, ne? Da spare ich doch Geld. Na, Kindchen, arbeitest du an einem... Na, wenn, ne? Hab ich was gehört? Nö. Na, Kindchen, arbeitest du an deinem Pokédex? Ich bin an deiner Stelle, würde mal die Safari-Zone auf der Route 121 besuchen. Safari-Zone ist immer Rotz. In jeder Pokémon-Edition ist Safari-Zone scheiße. Mir gefällt das überhaupt nicht. Hey, du hast einen Pokémon-Napf. Ich habe auch so einen. Schau dir mal die Trainer an. Dort kannst du sehen, welche Trainer erneut gegen dich antreten möchten. Ist das nicht einfach super? Das muss man Davin wirklich lassen. Hast du schon mal eine Statistik getauscht? Sensationelle Einrichtung. Die Erfolge eines jeden Trainers werden dort gespeichert und miteinander verglichen. Ich weiß zwar nicht, wie das passiert, aber es ist einfach irre und aufregend. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Brauchen wir auch nicht. Was wollen wir denn Statistik tauschen? Was für Statistiken? Wie oft ich hier irgendwelche Interviews gegeben habe, dass ich mit Scully so richtig bravourös da den Coolness-Contest verloren habe? Sowas kommt da bestimmt hin. Nur weil unsere Attacke zurück nicht so gut war, wie die alle dachten. Ja, war auch ein bisschen Lampenfieber vom Blitzhöhle, muss man dazu sagen. Hey, da gibt's ein Pokémon, nach dem ich suche. Ich möchte ein Pikachu haben. Hast du eines? Ich würde dagegen mein Eneko tauschen. Nee. Okay, wenn du es dir anders überlegst, komm wieder vorbei. Ich werde hier warten. Das tausche ich. Mit anderen Pokémon tauschen. Das ist, als ob du die Erinnerungen mit anderen Menschen teilst. Pikachu will die haben für ihren fiesen Eneko, ey, gibt's doch nicht. Menschen, Pokémon, ihre versteckten Kräfte werden durch das Leben in der Natur geweckt. Lass diese alte Frau mal sehen, ob deine versteckten Kräfte erwacht sind. Ich halte eine Münze in meiner Hand. Nun, in welcher Hand halte ich sie, linke oder rechte? Oh, das stimmt. Versuchen wir es nochmal. In welcher Hand halte ich die Münze, links oder rechts? Oh, schon wieder richtig. Probieren wir es nochmal. In welcher Hand ist die Münze nun? In der linken oder in der rechten Hand? Oh, hervorragend! Deine versteckten Kräfte sind erwacht. Hier, das ist für dich. Wecke damit die versteckten Kräfte deiner Pokémon. Ich bin nicht der Kosmolytiker. Ich bin einfach nur jemand, der Safe States benutzt. Kraftreserve ist eine Attacke, die je nach Pokémon anders aussieht. Ich gehe jetzt nochmal kurz die Wand angucken. Auf der Suche nach Trainern. Hallo, heute besuche ich ein Gebiet in der Nähe von Route 118. Wir versuchen ein neues, großes Talent zu finden. Unsere Kamera ruht daher auf dem Trainer Lusches. Etwas an diesem Trainer hat unser Interesse geweckt. Wir sind schon früher gegen Lusches angetreten und wir versichern, dass der Trainer viel stärker geworden ist. Ich wusste sofort, dass wir hier einen ganz besonderen Trainer vor uns haben. Die beste Art, das Können eines Trainers festzustellen, ist, das Tempo des Kampfes anzuheben. Und das haben wir gemacht. Und so endete schließlich der Kampf gegen Lusches. Seine dominierende Vorstellung schlug uns vernichtend, zerknüllte uns und warf uns weg. Lusches ist einfach unglaublich stark. Gehen wir näher auf den Kampf ein. So geht mein ganzes Selbstbewusstsein dahin. Die Folge unserer Entdeckung. Wir wurden geschlagen, bevor wir überhaupt eine einzige Attacke einsetzen konnten. Oh nein. Allein das macht die Kämpfe von Lusches schon sehenswert. Ich fordere mutige Trainer auf, sich mit Lusches zu messen. Was? Nach dem Kampf baden wir Lusches um eine kurze Stellungnahme. Der Trainer sagte, weiß ich nicht mehr, die Pokémon Lusch, Voltenso und Weimar von Lusches und Fö. Ach ja.
Sehr tiefsinnig, da liegt ein tieferer Sinn in der Aussage. Kein Wunder, ein bedeutender Trainer wird auch bedeutende Worte sagen. Das war's für heute, bis zur nächsten Sendung. Also, wir wollen zwei Sachen klarstellen. Erstens, die haben was dagegen gemacht. Die haben eine Attacke eingesetzt, Schutzschild nämlich, zweimal hintereinander, was ich schon sehr feige fand. Zweitens, hier irgendwelche Leute, das ist ja wie ein Kopfgeld, das auf mich abgesetzt ist. Na, da wir gerade vom Pugelex reden, ich erinnere mich. Ich habe diesen Trainer treu getroffen, als ich seltene Steine suchte. Oh Junge, der ist vielleicht interessante Pokémon, weil die waren nicht nur selten, sondern auch ausgesprochen gut trainiert. Er ist bestimmt stärker als die Arena-Leiterin in diesem Ort. Hier so ein bisschen. Ist die Streberhütte? Was ist das? Was hast du da? Oh, das ist ein Pokédex. Das ist aber wirklich klasse. Ja, das ist ein Pokédex. Der ist wirklich klasse. Du riechst angesehen. Warst du auf einem Vulkan oder so? Ja. Riecht man das immer noch? Fertig. Los, Vogel-Pokémon. What? Hey, mein Wingull macht Besorgungen für mich. Das will ich auch. Wenn sie mit Pokémon zusammen sind, finden Menschen schnell Freunde. Und so rücken die Menschen weltweit näher zusammen. Wunderbar, nicht wahr? Hallo, es ist Zeit für interessante Geschichten. Für einen Pokémon-Trainer ist jeder Tag voller Geschichten. Wir möchten heute einige dieser Pokémon-Geschichten erzählen. Heute erzählen wir die Geschichte vom Trainer Lucius. Jetzt weiß ich aber gerade nicht, was er da erzählen möchte. Was mag Lucius wohl erlebt haben? Lass es uns herausfinden. Mal sehen. Deine Mutter ist ihr Diener. Lassen wir es einfach mal so stehen? Ja, lassen wir es einfach mal so stehen. War das nicht aufschlussreich? Diese Geschichte gibt genau wieder, was Lucius vor kurzem erlebt hat. So, als hätten wir es selber erlebt. Deine war die eindrucksvollste Stelle der Geschichte. Ja, danke. Lucius hat uns eine wundervolle Geschichte mit Pokémon erzählt. Und nun hat sich diese Geschichte tief in unsere Seelen eingebrannt. Das war's für heute. Bitte schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Deine Mutter ist ihr Diener. Ja, ist. Genau so. Sei froh, dass du diesen Brief bei der Erika noch nicht gesehen hast. Obwohl, den kann ich ihr auch gerade mal klauen. Der Geruch gehört zu deiner Mutter, du alter Lokomotivenfreund. Ja, auf dem PC übertragen. Ja, gerne. Danke. So, aber jetzt habe ich ja noch mehr vor. Gib ihn. Ich habe jetzt Zauberwasser gefunden. So, Zauberwasser. Ha. Das ist doch was Gutes, dass wir diese Sonarstation da gerettet haben. Ich wollte zur Pokémon-Arena, aber irgendetwas blockiert den Weg. Und das, nachdem ich auf Route 120 so fleißig trainiert habe. Ach so, jetzt ist ja auch nochmal wieder so eine dämliche Pokémon-Geschichte. Der Boden nimmt das Regenwasser auf und Bäume trinken es und wachsen. Unser Baumhausen City existiert, weil es genügend Wasser und Boden gibt. Oh ja. Ich kaufe mir einen schönen Tisch, auf dem ich meine Puppen setze. Wenn ich das nicht tue, werden meine Puppen schmutzig, wenn ich damit meine Beheimnase dekoriere. Nein, das kannst du gar nicht machen. Ich habe das doch versucht. Die kannst du nicht auf den Boden setzen, dann brennen die. Die Artikel, die du kaufst, werden sofort an deinen PC gesendet. Das ist großartig. Ich wünschte, ich könnte mich auch so nach Hause senden lassen. Willkommen. Kann ich dir helfen? Ich hab schweren Stuhl. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und jetzt noch so einen geilen Campingstuhl, wie Amnesia damals. Ja, brauchen wir auch noch. Cool. So. Aber nein, nichts Neues. Ich komme bald wieder. Ja, irgendwann vielleicht, wenn ich neue Stühle brauche. Willkommen. Kann ich dir helfen? Campingtisch. Bam. Bartschweintisch. Brauchen wir auch. Und noch ein Pokémon-Tisch. So. Guck mal, jetzt können wir uns eine richtig schöne Basis einrichten mit dem ganzen Schrott, den wir hier gekauft haben. Dass man hier nicht Fahrrad fahren darf, ist auch eine Straftat. Jemand lusch ist, der kann doch auch über Sand fahren. Aber nö. Hier nicht. Das geht nicht. Ach, überlege ich, ob ich noch trainieren soll, nö. Was ist hier? Etwas Unsichtbares blockiert den Weg. Das ist nicht euer Ernst hier, ne? Ja, dann gehen wir mal hier rechts lang. Vielleicht finden wir ja irgendwas, was unsichtbare Dinge wieder sichtbar macht. Warum ich diesen Schirm trage, das verrate ich dir, wenn du mich besiegen kannst. Ob ich das wissen will, das verrate ich dir, wenn du mich besiegen kannst. Mann, interessiert mich doch überhaupt nicht.
Oh, hast mich jetzt gar nicht besiegt. Ich hab's dir trotzdem gesagt. Oh Gott, unser Deal ist leider geplatzt. Deswegen kann ich auch niemals erfahren, warum du einen Schirm mit hast. Oh, das ist aber jetzt auch doof. Das ist doof. Oh Gott, Goldini verhauen. Gibt's was Einfacheres als Goldini verhauen? Ja, Walmer verhauen, das ist mehr Trefferfläche. Das ist gut. Erika ist viel stärker als dein Walmer. Das gebe ich dir nackend in der Hand. Schwör. Schwör, ey. Heute. Ich schwör auf alles, ey. So, Sofa-Ritze erhält so und so viel Erfahrungspunkte. Ja, jetzt weiß ich auch, warum Blitztöle damals bei mir... Ein Schirm kann nicht vor den Attacken der Pokémon schützen. Ja, und warum hast du den jetzt mit? Das will ich jetzt doch wissen. Ich glaube nicht, dass starkes Sonnenlicht gut für meine Pokémon ist. Daher schütze ich sie mit meinem Schirm. Oh, oh, die armen Kleinen. Ach, Udo ist wieder da. Oh, da, schau mal hier. Ich erinnere mich an die. Wir werden den ganzen Kampf mit der Kamera aufnehmen. Allein schon. Udo. Treffen sich zwei, guckt die Wüste in den Erbsen so blöd. Nein. Pia und Udo. Udo. Oido. Der hat ja jetzt einen nachgelegt. Ach so, war der das mit dem Schutzschild? Ich meine, der war das doch, ne? Der war das gar nicht mit dem Schutzschild. Was erzähle ich denn da für einen Blödsinn? Ne, der war das gar nicht. Das ist üble Nachrede. Betty, mach mal nicht. Los, Blitzhöhle, hau ne um. Mach ne platt hier. Braucht eh kein Mensch, dieses dämliche Krakelo. Ach, guck mal, das hat sogar überlebt. Das ist ja der Wahnsinn, aber nicht lange. Das ist ein Problem. Aber trotzdem, das wird auch schon. Na gut. Ultraschall. Ja, wenn ich einen Magneton habe, ne, und ich kämpfe gegen Walmer, das ist das Erste, was ich mache, ist natürlich Ultraschall auf das Nichtwasser-Pokémon. Ist klar. Macht auch viel mehr Sinn, ist taktisch auch ein bisschen klüger. Das ist nicht sehr effektiv. Das ist mir egal. Ich halte einfach drauf. Da wird irgendwie schon was bei rumkommen. Da, guck. Magneton wird besiegt. Blitztöle, Erika, Sofa-Ritze. Sofa-Ritze erreicht Level 30 und entwickelt sich auch hoffentlich irgendwann mal. Nö, vielleicht. Ja, alles ist im Kästen. Ihr kennt sie Camp wie auf Band. Oh Gott, jetzt wollen die wieder ein Interview mit mir. Fü-fü-fü. Erinnerst du dich? Das hast du uns das letzte Mal nach einem Kampf gesagt. So etwas vergesse ich nie. Als wir das letzte Mal kämpfen, hast du uns in den Boden gerammt, bevor wir etwas dagegen tun konnten. Und wie sieht es heute aus? Dürfen wir dich nochmal interviewen? Ja, klar. Ja, wunderbar, danke. Okay, wie würdest du deine Gefühle hinsichtlich unseres Kampfes beschreiben? Kurz und nett, bitte? Hipper Spruch. Ihr Diener. Das ist der hipste Spruch, den ich mir vorstellen kann. Ja, allerhipste. So, Lifestyle. Kindergarten. Kindergarten. Einfach nur Kindergarten, was sie hier abgeliefert hat. Hm, ja, yeah, das ist das perfekte Schlagwort. Ich bin überzeugt, dass dies eine großartige TV-Sendung wäre. Vielleicht strahlen sie dies im Fernsehen aus, also achte auf das Programm. Okay, man sieht sich. Mit vielleicht meinst du wohl ganz bestimmt. Und mit Fernsehen meinst du der doofe Sender. Mein Pokémon ist stark. Wie sieht's bei dir aus? Meins ist Stärke, ja. Meins kann alles. Frithjof. Jetzt. Ach, ist das überhaupt ein Flug-Pokémon? Weiß ich gerade nicht. Doch, bestimmt. Guck mal, es gibt eine Möglichkeit, wie man das ganz schnell herausfindet. Man grillt es einfach. Ja. Pass auf, man setzt das unter Starkstrom und dann guckt man, ob es noch lebt. Ah, ein Volltreffer. Sehr effektiv. Oh, das war wohl ein Flug-Pokémon. So einfach funktioniert Wissenschaft. So und nicht anders. Deine Pokémon sind stärker, ja. Sind sie tatsächlich. Okay. Ach, da unten wäre noch was gewesen. Ach, Troy. Hm, Lusch ist heiß. Es ist lange her. Ja, eine halbe Stunde oder so. Hier ist etwas, das du nicht sehen kannst, richtig? Also wenn ich dieses Gerät bei einem unsichtbaren Objekt benutzen würde. Nein, nein, statt es zu beschreiben, zeige ich es dir lieber. Das macht mehr Spaß. Lusch, sind deine Pokémon bereit für einen Kampf? Ja, klar. Los, zeig mir deine wahre Stärke als Trainer. Troy setzt Steven's Scope an. Ein unsichtbares Pokémon wird sichtbar. Das erschreckte Pokémon greift an. Oh, Nose! Ach, so ein kleines Pokémon war da im Weg. Das kann man nicht auch nicht einfach umtreten, ne? Das geht nicht. Das geht natürlich nicht. So,
ganz gemächlich fangen wir mal mit dem Donnerblitz an. Okay, jetzt Farbwechsel. Na, oh, das ist so doof. Das macht keinen Spaß. Ach Gott. Das macht echt keinen Spaß. So. Macht es zu einem Normaltyp. Ja, das ist meine Strategie. Dann Ruckzucki benutzen und dann nochmal wechseln und dann kriegen wir es richtig. Wer macht das wieder gerade? Dreimal getroffen, das hat sich aber angefühlt wie 20 Mal. Bautz! Kecleon wurde besiegt, Blitzhöhle erhält Erfahrung und Sofaritze sowieso. Bemerkenswert, dein Kampfstil ist wirklich bemerkenswert. Deine Pokémon sind offensichtlich sehr gewachsen, seit wir uns das letzte Mal in Faustdauerhafen getroffen haben. Ich möchte dir dieses Demonscope geben. Wer weiß, es gibt bestimmt noch andere verborgene Pokémon. Ja! Lucius packt Demonscope in die Basis-Item-Tasche. Lucius! Ich liebe es, Trainer und Pokémon zu sehen, die fest zusammenhalten. Ich finde, du machst das großartig. Nun mach's gut, wir sehen uns. Husch! Gut, und mit diesen Worten sage ich einfach mal Tschüss, wir sehen uns. Bis dann.